Hause betreiben, die etwas andere Review. Kurz mal zu mir, mein Name ist Michael Kraft. Im Berufsleben bin ich Sysadmin, im Privatleben bin ich Blogger und Streamer und dort beschäftige ich mich auch mit der ganzen Technik noch weiterhingehend über meine Arbeit hinaus. Bin so ungefähr seit Ubuntu 11.10 Linux-Nutzer und seit Ubuntu 12.4 ausschließlich Linux-Nutzer. Ich bin auch Initiator des Tuxflash-Podcasts, den wir gestern hier live hatten. Und wie es der Zufall will, gehen jetzt noch mal ganz kurz Grüße nach Bremen an zwei Zuhörer raus, die sowohl Hauke als auch Jean als auch mir diese einzigartigen T-Shirts geschenkt haben. Die können leider nicht dabei sein, deswegen Grüße an euch. Kommen wir zum Vortrag. Das Langweilige zuerst, Server, denke ich mal, werden alle wissen, was es ist. Das ist ein Gerät, ein Dienst oder ein Stück Software, die einem anderen Server oder einem anderen Gerät oder einer anderen Software Ressourcen bereitstellt. Am besten 24/7 ohne Downtime. Kurz zur Begriffsklärung, dass wir alle wissen ungefähr, wo wir sind. Zum Vortrag. Das ist meine eigene Erfahrung, meine eigene Meinung und dementsprechend ist das alles so ein bisschen wie ein Serviervorschlag, müsst ihr euch das vorstellen. Das ist eine Möglichkeit. Ich halte es auch sehr, sehr allgemein. Ich kann euch hier kein fertiges Konzept, falls ihr das plant, umzusetzen, mitgeben. Das sind nur so drei große Sachen, die mir in der Zeit, in der ich das mache, was jetzt so knapp 6 Jahre sind, aufgefallen ist, auf die Füße gefallen ist. Und vielleicht könnt ihr dann alle nochmal für euch, falls ihr das selber vorhabt, kurze Frage, wer hat zu Hause einen Server? Hat auch ein paar. Mit Internetanbindung nach draußen, ohne VPN? Ja. Ah, okay. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Trick. Werden wir uns ansehen. Warum hoste ich zu Hause? Weil ich niemandem vertraue. Es gibt Situationen, da vertraue ich mir nicht mal mehr selbst, aber das ist was anderes. Ich möchte mich auch nicht von einem Hersteller abhängig machen. Ich hätte jetzt natürlich auch sagen können, Synology, shut up and take my money. Da habt ihr das und ich habe für euch von euch NAS mit vielen, vielen lustigen Diensten. Möchte ich nicht. Genauso möchte ich nicht, dass ich mich bei einem Hoster einmiete, wo ich auch nicht so hundertprozentig Herr der Hardware bin und weiß, wo auch der Server steht. Was der dritte Punkt ist, ich möchte die Hoheit über meine Daten haben. Ich bin da ein bisschen eigen. Ich will Kontrolle haben. Ich möchte im Notfall immer wissen oder darauf zeigen können, wo meine Daten sind. Ist für uns alle so die eigene Entscheidung. Aber ich denke mal, ihr werdet da alle ähnlich unterwegs sein mit dem Mindset. Deswegen sind wir, denke ich mal, alle hier. Kommen wir mal zu diesen drei Punkten, die ich so ein bisschen zusammengefasst habe, vom Single-Board-Computer zur eierlegenden Wollmilchsau. Der Weg dorthin bei mir war steinig und schwer und ich hätte auch hier einfach nur Hybris reinschreiben können. Ich war ein bisschen größenwahnsinnig von der Konzeptionierung. Gucken wir uns alles gleich an. Und mit dem Server wuchs auch die Angst, das ist dann der nächste Punkt. Wie sichere ich das Ganze ab? Wie passe ich darauf auf, dass nichts passiert? Und der dritte Punkt, weniger ist mehr, aber man muss mehr aufwenden, um weniger rauszubekommen, ist extra so geschrieben, um so ein bisschen euch zu teasern sozusagen. Das ist ein Punkt, der erklärt sich dann von selbst, wenn ich es erklärt habe. Ich denke mal. Gucken wir es uns an. Vom Single-Board-Computer zur eierlegenden Wollmilchsau. Ich habe angefangen, vielleicht wie der ein oder andere selber, mit einem Raspberry Pi. Damals war es noch Raspberry Pi Modell B. Der konnte das, was er konnte, gut, aber nicht besonders viel. Der war nicht besonders leistungsstark. Damals noch mit dem XBMC. Wer weiß, was es ist oder was es war, was es jetzt ist. Ja, diese Xbox Management Konsole, die Oberfläche von Xbox damals. Genau. Und auch so ein bisschen Media Center. So hat es angefangen. Media Center. Genau, genau. Ist jetzt Kodi, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es nicht, ja, danke, ich habe es nicht weiter. Ich habe es nicht weiter verfolgt irgendwann mehr. Als der
Raspberry Pi zu schwach geworden ist, habe ich damals mit einem Banana Pi M1 angefangen. Was war dann so die nächste Eskalationsstufe, wie man das so schön tituliert. Der hatte etwas mehr Leistung, hatte sogar einen SATA-Anschluss. Da ist mir schmerzlicherweise aufgefallen, die I/O-Leistung selbst von diesem SATA-Anschluss war nicht ausreichend, um da wirklich permanent mit einer gewissen Leistung Daten abzulegen und abzurufen. Deswegen habe ich es selber gebaut mit Desktop-Hardware. Und da ist jetzt, denke ich mal, auch so der Knack- und Streitpunkt. Ich habe für mich extra für Desktop-Hardware entschieden als Server. Das ist Definitionssache, denke ich mal. Aus eigentlich zwei entscheidenden Gründen. Verfügbarkeit und Möglichkeiten. Ein Server ist oder Server-Hardware ist für den Privatanwender zwar zu bekommen, aber relativ schwierig oder beziehungsweise auch relativ teuer mit der Lieferkette oder Lieferbarkeit. Zumindest als ich dort angefangen hatte, hatte ich da echt Probleme und habe auch überlegt und gemacht und bin dann wirklich zur Desktop-Hardware gegangen. Einfach, es ist verfügbar, es ist austauschbar, relativ schnell, jederzeit. Und deswegen habe ich erstmal mit so einer Intel Spar-CPU auf einem Mainboard angefangen, diese paar Watt-Prozessoren, die fest auf dem Mainboard sind. Wer kennt es zufällig? Hat Strohwas schon mal gesehen? Ja. Da gibt es einen Knackpunkt, der mir nicht gefallen hat. Was könnte dort zu wenig sein? Ganz kurz mal die Frage. Kannst du es dir... Aktuell bei mir das RAM. Das RAM. Also die sind maximal 16 GB, ja. Und jetzt mit Docker und Ähnlichem wird es dann... Da wird's dann, ja, bei mir war es nicht der RAM. Wie viele SATA-Anschlüsse hast du auf dem Board? Vier. Ah, okay. Und die sind ausreichend. War es bei mir damals nicht mit... Ja. Vier hätten mir vermutlich gereicht. Damals gab es die nur mit zwei. Und meinen Server habe ich quasi mit einem RAID betreiben wollen und habe es auch gemacht. Es war so ein bisschen von hinten durch die Brust, weil ich habe einen RAID auf den zwei SATA-Ports laufen lassen und das Betriebssystem vom USB-Stick, was... okay. Ein bisschen Ausfallsicherheit war da nicht wirklich groß geschrieben, das habe ich in Kauf genommen. Jetzt bin ich aber wirklich bei einem kompletten Selbstbau angelangt. Richtiger Desktop-CPU und allen drumherum mit genügend Anschlüssen, pipapo. Ein Netzteil, Redundanz ist relativ zu betrachten bei mir, dementsprechend aber es ist ein Desktop-PC, den ich als Server benutze. Ich habe einen RAID drin für meine Daten. So bin ich jetzt quasi an der Stelle des Desktop, des Servers angekommen. Und genau mit dieser Entwicklung ging es auch voran mit der Komplexität der ganzen Projekte, die dort parallel abgelegt wurden und gelaufen sind. Beim Single-Board-Computer, das XBMC, das war über Plugins erweiterbar, da hatte ich nur das XBMC, da war das noch heile Welt, einfach, sage ich mal so. Da konnte man die Speicherkarte mit DD quasi mal rausnehmen, backuppen und wer kennt es nicht, das war noch recht einfach. Mit der Intel Spar-CPU, mit dem ersten Eigenbau, wurde es mit der Komplexität auch immer leidlicher, den Überblick zu behalten. Ich denke mal, das kennt vielleicht jeder hier, der so ein bisschen selbst administriert. Mit der Komplexität wird es komplex, na Quatsch. Mit der Komplexität wird es dann wirklich anstrengend, dort auch den Überblick zu behalten. Mein Lösungsansatz war einfach, um nicht x Datenbanken nebeneinander auf dem Host haben zu müssen, weil eine Software braucht eine Postgres, die andere MariaDB, MySQL oder MongoDB oder was auch immer, bin ich auf Container umgestiegen. Das war von der Managebarkeit deutlich einfacher. Erst mit LXC, wie es da steht, und LXD als Frontend. Irgendwann hat sich aber Canonical dazu entschieden, LXD nur noch als Snap auszuliefern und dann war es für mich nicht mehr praktikabel. Das fand ich nicht schön, dass ich mich auf Snap fixieren musste oder einlassen musste, bin dann einfach zu Docker-Containern gewechselt. Und das ist eigentlich de facto der Standard, sage ich mal, um heutzutage wirklich agil Software auszuliefern. Docker, sagt jedem was? Docker-Container oder Container allgemein? Jo.
Ich denke, jemand gar keine Ahnung. Rein zufällig. Muss ich es erklären? Soll ich es erklären? Wir sind unter uns. Alles gut. Nee, dann ist okay. Dann machen wir einfach weiter. Das nächste Ding war, wer hatte seinen Server nach außen offen? Genau. Außen. Ach so, du hast den großen Vorteil. Schade. Erstmal haben wir in Deutschland immer noch so eine mittelprächtig bis eher schlechte Infrastruktur. Da sind wir vor ein paar Monaten irgendwo mal falsch abgebogen in den Entscheidungen. Das ist mitunter so. Nicht jeder hat ein schönes Glasfasernetz und nicht jeder hat einen synchronen Anschluss. Hast du einen synchronen? Nein, nicht. Das ist ganz normaler DSL-Anschluss, okay. Aber eben mit einer festen IP-Übermachung. Danke. Symmetrisch. mit deinem Upload halbwegs zufrieden? Also für das, was ich mache, reicht es mir vollkommen aus. Also die Backups werden da extern geschaufelt nachts. Und ah, super. Der Server, Mailcow, läuft problemlos zu Hause. So, ui. Das habe ich. Auf Desktop-Hardware eben aus den genannten Gründen. Server-Hardware steht im Rechenzentrum, ist relativ teuer, verbraucht auch im Allgemeinen zu viel Strom für Deutschland. Da habe ich vielleicht einen Tipp nachher. Von daher bin ich auf Proxmox gewechselt seit anderthalb Jahren. Hab noch einen zweiten Proxmox, der als Backup-Server dann nur läuft, wenn die Backups gezogen werden. Perfekt. Also hast ja schon mehr als ich. Wir könnten uns nachher mal unterhalten. Ich musste leider ein dünn DNS nehmen. Ich hatte leider keine feste IP und mit einem dünn DNS kamen dann so ein bisschen die Bauchschmerzen und Zähneknirscherei. Jeder, der selber hosten möchte, wer wäre das rein zufällig? Plant das jemand zu Hause? Vielleicht als Inspiration der Vortrag. Fester? Ah, hast du schon. Ja, ja. Erst im Router nachgeguckt, welche Anbieter das unterstützen und dann mal geguckt bei Let's Encrypt. Ja, ich habe eine Fritzbox zu Hause, SecurePoint, DNS und dann komme ich auch von außen in meinen Netzwerk. Genau, als ich nämlich angefangen habe, das Ganze umzusetzen, da war Let's Encrypt relativ jung und noch nicht jeder Dünn-DNS-Anbieter ist überhaupt damit klargekommen. Also bis ich das am Laufen hatte, habe ich glaube 4 durchgewechselt und bin jetzt bei einem Anbieter. Ist scheinbar ein Qualitätsmerkmal, wenn man so eine Webseite von aus den 90ern noch hat, dann läuft das gut, scheinbar. Also ich denke mal, das ist so. Aber das sind so die Stolperpunkte. Das würde ich jedem empfehlen, der das machen möchte. Guckt erst in euren Router, was wird unterstützt. Unterstützt das euer Router überhaupt? Es gibt ja immer noch Router, die das nicht unterstützen. Anhand der unterstützten Liste, guckt mal. Da kommt ihr leider Gottes nicht um so eine Recherche im Internet herum. Kommen die mit Let's Encrypt klar, wenn ihr überhaupt Let's Encrypt-Zertifikate benutzen wollt. Was eine Möglichkeit auch ist, ist selbst signierte Zertifikate mit XCA zu verwalten. Das ist so ein kleines Signierungstool, sage ich mal. Damit kann man quasi seine eigenen SSL-Zertifikate, Zertifikatsautoritäten erstellen. Ist eher für Firmen interessant, die dann wirklich ihre eigenen Zertifikate machen. Könnte man aber auch in Privatgebrauch nehmen, ist aber ein bisschen anstrengend. Da fahrt ihr in der Regel mit Let's Encrypt einfacher und schöner. Gut, kommen wir vom dünnen DNS nochmal zu dem Punkt. Ich habe einen Anbieter, da ist dieser Name extrem kryptisch und schlecht zu merken. Ist von Anbieter zu Anbieter verschieden. Falls ihr da auch irgendwie einen habt, wo das nicht so gut geht, es gibt eine Möglichkeit, wenn ihr eh schon irgendwo eine Domain habt, diese Domain als, ich sag mal, Stützdomain oder Krückendomain zu nehmen, indem man einfach sich eines CNAMEs bedient, auf den dünnen DNS. Hier in meinem Beispiel ist es relativ einfach. Ich habe meine richtige Domain ist hier einfach mal mein .server. Und die zeigt als CNAME-Verweis quasi auf meine dünn DNS-Adresse, also schlecht zu merkende DE-Adresse. Geht wunderbar, auch mit Let's Encrypt. Vielleicht der ein oder andere kann das gerne mitnehmen. Und
wer eine Alternative zu DIC als Kommandozeilentool nimmt. Q ist ein bisschen schlanker und ein bisschen einfacher zu bedienen, meiner Meinung nach. Und man kriegt ein bisschen mehr Informationen als bei DIC raus. Links schreibe ich dann alle noch in die Beschreibung von dem Vortrag auf die Keylogs. Nicht, dass jetzt jemand anfängt, das abzuschreiben. So, mit dem Server wuchs die Angst. Je komplexer das wurde, desto schlechter konnte ich schlafen, könnte man sagen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Nextcloud, Passwortmanager, Dokumentenverwaltung, alles, was mir lieb und heilig ist, auf diesem Gerät zu betreiben. Und da kommt jetzt halt wieder der Admin in mir durch. Wie kriege ich das so sicher wie möglich? Das ist jetzt so komplex, das kann ich gar nicht in der Zeit durchgehen. Ich kann aber zumindest diese Grundstruktur mitgeben. Updates, Updates, Updates ist eigentlich für fast jeden klar. Wie macht man das so einfach und schmerzlos wie möglich auf dem Host selber? Ich benutze übrigens Debian, by the way, auf meinem Server. Deswegen geht das wunderbar mit Unintended Upgrades. Als ich noch die LXC-Container hatte, habe ich Ansible benutzt, um einfach vom Host mich mit Ansible auf jeden einzelnen LXC-Container zu verbinden und dort einfach die Updates zu machen. Das ging auch sehr, sehr gut. Wer da noch Tipps haben möchte, wer das vielleicht so machen möchte, gerne dann ansprechen. Mit Docker ist es sogar noch einfacher, wenn man Docker-Container hat. Watchtower. Ich denke mal, Watchtower sagt dem was. Kennt jemand das Tool nicht? Gut. Watchtower ist ein wunderbares kleines Tool, was einfach regelmäßig guckt, gibt es ein neues Image von diesem Container im Docker-Repo oder im Angebot. Jetzt hat mich der Falk rausgebracht. Im angegebenen Repo zieht das neue Image, guckt vorher, wie dieser Container mit welchen Parametern gestartet wurde und startet den mit dem neuen Image neu. Quasi das, was man sonst per Hand macht, automatisiert. Und Watchtower ist auch so konfigurierbar, das geht cron-gesteuert. Man kann dort eine Signalisierungskette einbauen über die gängigsten Methoden. Ich benutze einen Gotify-Push-Server, der mir das aufs Handy schiebt. Das geht wunderbar. Wer da noch Interesse hat, gerne ansprechen, wie das geht. Das wird also bei mir funktioniert das nicht mit selbstgebauten Docker-Images, weil ich die halt nur lokal habe und dann... Hast du ein eigenes Repo? Nein. Also nee. Macht das tatsächlich, wenn ich ein eigenes Repo... Der macht es mit dem Image-Tag. Ah, okay, also cool. Ja. Vielleicht mal drüber nachdenken mit einem eigenen Repo. Mhm. Da gibt es Harbor, Go Harbor zum Beispiel, kann man auch wunderbar selbst hosten. Du kannst aber auch eine Docker-Registry nehmen. Go Harbor gibt dir aber einen Vorteil, du kannst gleich nach CVE-Lücken gucken, wenn du selber baust. Okay. Ist eigentlich für Kubernetes gedacht, geht aber genauso mit Docker. Genau. Haben wir das. Ein gewisser Sicherheitsstandard ist bei mir etabliert worden, weil alles, was ich nach außen offen habe, habe ich grundsätzlich mit 2-Faktor abgesichert und sogar mit den FIDO2-Schlüsseln, weil drunter gehe ich heutzutage nicht mehr, weil das ist für mich mein heiligstes. Und jetzt stellt sich bestimmt der eine oder andere die Frage, ja, manche Anwendungen können das gar nicht. Was macht man jetzt? Es gibt diverse Möglichkeiten, das zu machen. Ich persönlich habe auch Failure genommen. Das ist quasi ein Authentifizierungsproxy, ähnlich wie Privacy Idea und Keycloak möchte ich meinen. Konnte das auch. Ich bin bei Ophelia stehen geblieben oder habe es für mich benutzt, weil es super geht. Das Einzige, was halt vielleicht ein bisschen kontraproduktiv ist, je nach Anwendung könnte man sich zweimal authentifizieren müssen. Ist es mir aber persönlich wert und sollte, denke ich mal, jeden anderen auch wert sein. So ein Grundstandard an Sicherheit sollte, denke ich mal, jeder für euch oder für sich definieren, das ist wichtig. Danach, als ich wusste, sicher mit Updates bin ich, aber wie beobachte ich denn das Ganze? Wie gucke ich nach der Servergesundheit? Wie geht es mit dem System? Monitoring ist so das Ding eines fast jeden Administrators, denke ich mal.
Ich habe angefangen, Zabbix aufzusetzen und mir dann gedacht, eigentlich ist es viel zu viel für das, was ich mache, weil ich habe nur diesen einen Server. Ich habe vielleicht einen Tipp. Kennt jemand Monit als Monitoring-Tool? Ist ein ganz, da hinten jemand, wunderbar. Schon benutzt und zufrieden? Lange her. Lange her, okay. Okay. Vielleicht hat sich's verändert, wir werden es gleich mal dann im Anschluss ausprobieren oder reingucken. Ein wunderbar kleines Tool für ein Host-Monitoring, kann auch Service-Monitoring, wenn auch ein bisschen mehr Konfigurationsaufwand, aber für Service-Monitoring habe ich Uptime Kuma für mich entdeckt, das beides in Verbindung, ich habe den Host abgedeckt mit einer wirklich einfachen, reproduzierbaren und gut dokumentierten Dokumentation und ich habe meine Services durch Uptime Kuma in einer GUI gemonitort, die wirklich bedienfreundlich und fast eigentlich alle gängigen Monitoring-Standards abdeckt. Plus, also ich weiß nicht, was auf was Uptime Kuma nicht signalisieren kann. Das, da ist so viel drin, das sind nur ein paar Kleinigkeiten. Das ist wirklich zu empfehlen. Wer kennt Uptime Kuma nicht? Müssten wir uns angucken. Ich bin nur sehr schizophren, was das angeht. Ich kann euch nicht meins zeigen. Wir müssen uns dann einfach mal das Git-Repo angucken. Weil in meinem ist leider Gottes, wie es so oft ist, man tut leider Gottes Privates mit der Arbeit verbinden. Da sind Arbeitssachen drin, die möchte ich oder werde ich nicht zeigen. Dementsprechend gucken wir uns aber trotzdem irgendwie an. Und dann ist die Frage, jetzt haben wir alles gemonitort zu Hause mit unserer Desktop-Hardware. Was ist, wenn mal was kaputt geht? Das ist eine Entscheidung für jeden allein. Man könnte jetzt wirklich Server-Hardware nehmen, wo alles redundant abgesichert ist. Zwei Netzteile, RAID, sonst da was. Ich für mich habe die Entscheidung getroffen zu Hause. Ich kann mal drauf verzichten, wenn das mal ein, zwei, drei Tage im schlimmsten Fall nicht da ist. Aber mal dumm gefragt, wann ist euch schon mal irgendwie in letzter Zeit wirklich Hardware noch kaputt gegangen? Ja? Was? Einfach nur ein PC. Die Hauptplatine. Das ist dann schon schwerwiegend. Festplatten und ja, Festplatten, aber die tun wir ja monitoren mit Smart und Monet. Das können wir ja im Vorfeld ab. Und meistens RAM ist so Netzteile. Ja. Also Netzteil kann ich darauf verzichten, wenn es mal einen Tag oder zwei Tage geliefert wird. RAM. Wenn er sofort aussteigt, ohne mir irgendwelche Fehler noch auf die Festplatte zu schreiben, bin ich auch noch okay, aber das ist ein Risiko. Ja, das ist ein Risiko, was ich akzeptiere. Selbst ECC-RAM macht im Rechenzentrum Späne, habe ich auch schon durchgehabt. Also. Aber das ist für mich die Entscheidung. Und wer zu Hause hosten möchte, muss die auch für sich, denke ich mal, abwägen entscheiden. Außerdem. Meine Nutzdaten habe ich eh auf dem RAID. Das wird gebackupt und das Backup wird dann auch nochmal gebackupt. Also von daher, ich kann mit einer Downtime leben. Wenn ihr das zu Hause nicht könnt, müsste man mal gucken, wie man das anders zurechtschürgeln kann, sage ich mal, dass das nicht ausfällt. Wie gesagt, ein Vorschlag von mir. Jetzt zum Interessanten. Weniger ist mehr, aber man muss mehr aufwenden, um weniger rauszubekommen. Wem geht es gerade wie mit dem Herrn? Na doch, alles klar. Ich erkläre es. Wir hatten, wer war es, der vielleicht doch Server-Hardware hatte, die ein bisschen viel verbraucht hatte mit dem Verbrauch. Wer war es? Er hatte gerade gesagt, verbraucht dann zu viel. Ich hatte gesagt, es verbraucht zu viel, deswegen habe ich Desktop-Hardware. Gut. Kennst du Undervolting? Optimiert die CPU, aber ich rede jetzt wirklich von einem kleinen Zaubertrick, den man sich bedienen kann bei Desktop-Hardware. Okay. Es ist möglich, diese CPU, die wird standardmäßig mit einer Core-Spannung ausgeliefert, beziehungsweise wird mit einer Core-Spannung betrieben, die auf jeden Fall immer funktioniert. Die ist aber in der Regel so weit über dem Minimum, wie sie eigentlich da sein muss.
Und Undervolting ist nichts anderes als diese Core-Spannung schrittweise, also wir reden hier im Millivolt-Bereich von 125 Millivolt, so weit runterzusetzen, bis das System entweder nicht mehr bootet oder Fehler beim Booten bringt. Dann einen Schritt wieder hochstellen, das geht im BIOS, das ist leider Gottes, und da werdet ihr nicht um eine Internetrecherche herumkommen, von Mainboard-Hersteller zu Mainboard-Hersteller unterschiedlich, heißt anders, wie die V-Core-Spannung, hieß es bei mir, anzugeben ist, ist aber narrensicher. Also man kann das System nicht kaputt machen durch das Undervolten. Das Undervolten ist quasi sicher. Das, ihr könnt das nicht damit kaputt machen. Im dümmsten Fall bootet euer System nicht mehr, ihr tut das CMOS oder das BIOS resetten, danach bootet es wieder. Vorteil davon ist ganz einfach, wenn das Ding mit weniger Spannung betrieben wird, hat der Lüfter weniger zu tun. Das Ding ist leiser, weil mein Server steht im Wohnzimmer. Wo stehen eure Server? Büro und am Schreibtisch. Also quasi in Hörweite. Ist vielleicht ganz interessant. Also Undervolting so als kleiner Tipp. Hat mir einiges gebracht. Das Manko ist, man muss sich wirklich einen Vormittag, einen Nachmittag hinsetzen. Das ist Friemelei. Es ist aufwendig. Man muss jeden Schritt ins BIOS, Einstellung speichern, booten, mit einem Testtool, dazu kommen wir gleich, das Ganze mal überprüfen, läuft das noch. Und dann immer weiter, 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 bis nichts mehr geht. Einen nach oben stellen, fertig. Ist ein bisschen aufwendig, nehmt euch einen Vormittag Zeit, kann der Kaffee bereitstellen oder Tee, je nachdem. Und dann hat man das einmalig gemacht und hat eigentlich nur Vorteile. Aber nicht jede CPU unterstützt das. Die AMDs, die sind alle offen oder entsperrt. Die können das fast alle aus dem Desktop-Bereich, außer die ganz kleinen, die, wie heißen denn die aktuellen, die ganz kleinen, die Nicht-Ryzens zum Beispiel, die können das nicht. Bei Intel bin ich mir gerade nicht so sicher. Aktuell benutze ich nichts wirklich Intel-lastiges mehr. Und was zumindest noch in der letzten Mainboard-Generation so war, nicht jeder Mainboard-Chipsatz unterstützt das. Der günstigste Mainboard-Chipsatz, es gab immer so drei Kategorien. Der Friss- oder Stirb-Chipsatz, dafür bin ich günstig, da kann man so gut wie gar nichts einstellen. Der professionelle Chipsatz aus der Mittelklasse, der reicht völlig aus. Und der dritte, der Gamer- oder Enthusiasten-Chipsatz, der ist halt für Leute, die, weiß ich nicht, Geld irgendwo anders loswerden oder Geld irgendwo anders nicht loswerden wollen und das darin versenken möchten. Der zweite Chipsatz oder diese zweite Chipsatzkategorie reicht völlig aus. Und dann, wie gesagt, immer Schritt für Schritt runtergehen und dann kommt man irgendwie zum Erfolg. Wie testet man das? Es gibt ein Tool, das nennt sich S-TUI. Verrückter Name, ist eigentlich so ein CLI-Tool, wo Stress und, oder Stress-NG noch angebunden ist. Dort kann man wirklich gut messen, was das Ganze überhaupt bringt. Es ist bescheiden zu erkennen. Ich merke es selber. Hier unten sieht man Power in Watt. Ich bin da unten im Idle bei nicht mal 8 Watt und komme auf maximal 40 oder irgendwas um die 40. Bei welcher CPU? Ich habe einen Ryzen 5700G. Steht so, ach doch, hier, ist schlecht zu lesen. Hätte ich gar nicht überlegen brauchen. Das ist aber die reine CPU-Wattzahl? Das ist erstmal die reine CPU-Wattzahl. Das ist wirklich erstmal nur CPU, aber der ist ja eh die meiste Zeit aktiv. Das ist schon mal der erste Schnellangriff, wie man so einen Server sparsam kriegen, also Server, sparsam kriegen könnte. Ist schon gemeldet. Oh. Ja, vielleicht eine Anmerkung zum Undervolten. Das ist eventuell noch viel mächtiger, als einem klar ist, weil der Takt, den man erreicht, also die Spannung, ist entscheidend, welchen Takt man erreichen kann. Wenn man also bereit ist zu untertakten, kann man noch mehr undervolten. Mhm. Das heißt, letztendlich hängt der Stromverbrauch vom zu erreichenden Takt in der dritten Potenz ab. Mhm. Ja, danke für den Einwand.
Ist auch gut, dass du es nochmal angesprochen hast, weil was ich vergessen habe, dieses dynamische Übertakten, manche CPUs können das, also eigentlich die gängigsten Desktop-CPUs können mal dynamisch übertakten, je nachdem herstellerunabhängig, wie das heißt. Ich habe es abgeschalten, ich habe meine CPU auf 3,8 GHz fest eingestellt, die kann ich mehr. Muss auch nicht ein Server, muss einfach nur Leistung wegschieben und nicht auf den Punkt Leistung bringen. Das ist bei AMD ganz komisch umgesetzt, weil diese Übertaktung eine kurzzeitig gewiss höhere V-Core-Spannung braucht. Und das ist beim Undervolting kontraproduktiv, das ausmachen. Deswegen danke nochmal für den Einwand, das hätte ich sonst vergessen. Und eben, genau, also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde nur 2 oder 2,4 GHz brauchen, steckt da noch viel mehr Potenzial drin. Dann würde ich vermutlich so auf 35 Watt vielleicht kommen oder sogar weniger. Aber S-Tui als Tool dafür eigentlich in jedem Repo drin. Ich kenne keins, wo es nicht drin ist. Oder eben direkt vom GitHub-Repo auch wunderbar installierbar. Ganz kurz, was ich so erreicht habe mit der Einstellung, die ich gerade genannt habe, also fest auf 3,8 GHz und rein undervolted. Der Standard, also der Stocktakt, der Stock-Wattverbrauch liegt bei 65 Watt und idle war der bei 15 Watt. Das ist ja das, was er so am meisten hat, so ein Server. Der läuft ja nicht 24/7 auf 100. Sonst ist irgendwie was faul. Undervolted bin ich dann ungefähr bei 40 Watt runter. Je nach Auslassung ist das natürlich mehr, aber im Idle ist der so im Schnitt bei 40,1. Im Idle ist er bei 8 Watt und das ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, schon fast die Hälfte weniger, was per Anno dann sich positiv auf das Portemonnaie und die Stromabrechnung auswirkt. Hier sieht man übrigens auch diese Core-Spannung von 1,35. Ich bin bis genau 1 Volt runtergekommen. Das ist von CPU zu CPU unabhängig. Ich lege es euch nur ans Herz, weil das ist für jeden was, also das ist wirklich was wert. Ihr kriegt da echt was raus. Und wie kann man denn noch Strom sparen? Manche Sachen vergisst man einfach, weil man ein bisschen betriebsblind geworden ist über die Zeit. SSDs verbrauchen in der Regel weniger als HDDs. Gerade wenn man sie im RAID betreibt. Zwei Festplatten, wenn man die mit zwei SSDs austauscht, hat man da schon in der Regel die Hälfte an Strom gespart. Und vermutlich noch mehr Leistung, weil mehr I.O. Braucht man überhaupt ein RAID, ist dann das nächste. Brauche ich überhaupt 2 oder n Festplatten für mein RAID? Selber entscheiden. Ist ein Backup nicht vielleicht, ein regelmäßiges Backup nicht vielleicht sogar die smartere Variante? RAM. 64 GB RAM, A16 auf 4 Riegel aufgeteilt. Sind 4 Riegel, 64 GB, A32 GB auf 2 Riegel aufgeteilt, ist genau dasselbe, nur sind da 2 Verbraucher weniger. So einfach kann es gehen. Ist mir letztens erst aufgefallen, dann konnte ich noch mal ein bisschen was sparen. Wer noch mal richtig, richtig tief ins System eingreifen möchte, kann ich PowerTop ans Herz legen. PowerTop ist ein Tool, das kann die ganzen Energiesparmodi von den angeschlossenen Geräten erkennen und auch steuern. Da musst ihr einfach nur aufpassen und überlegen, brauche ich das Gerät gerade? Ist es schlau, dort Energiesparmodi einzuschalten oder abzuschalten? Ist auch individuell, kann man aber auch einige sparen. Der zeigt sogar an, was der so ungefähr zieht an Watt, zumindest auf Systemebene. Ich habe leider nicht so einen schönen Wattverbrauchsstecker, den ich direkt am Endverbraucher anschließen kann. Sonst hätte ich da ganz gerne noch mehr Ergebnisse geliefert. Ja, bitte. Das auch mit Serverhardware oder ist das hier so desktop-fixiert? Das ist desktop-fixiert. Ich habe es zumindest nicht beim Server gesehen. Man kann beim Server zwar diese Energiespar- oder Energiemodi einstellen, ob das jetzt nun balanced, je nachdem ist. Ich habe Karten zum Beispiel im Serverbereich, gehe ja auch nie wieder in Energiespar-Modi. Ja. Wenn man da das braucht, ob zum Disablen benutzen könnte, wäre das ganz gut. Das müsste man einfach ausprobieren. Das war die Frage, oder? Ob PowerTop, Entschuldigung, dann habe ich es falsch interpretiert. Ausprobieren müsste theoretisch gehen, weil es wird ja dann über den Kernel
gesteuert. Deswegen, gut. Hat sich das für mich gelohnt im Endeffekt? Ja klar. Wir sind ja alle irgendwo IT-affin. Für mich bin ich dadurch unabhängig geworden durch das selber Hosten und durch die Schritte kann ich einiges besser machen. Ich hoffe, ich konnte euch gegebenenfalls ein paar Tipps geben. Und im Endeffekt ein Homelab zu haben, ist für uns nichts anderes als Training. Und zwar immer dann, wenn wir es brauchen. Und es ist ja auch ein Projekt, was endlos läuft, sage ich mal. Man hat ja immer irgendwas zu tun. Dementsprechend ist das so mein Fazit von der ganzen Selbsthosterei. Guckt mit dem Underwolten, ob er das für euch umsetzen könnt. Wenn ihr das so umsetzt, am besten im Vorfeld mal gucken, was möchte ich machen, damit man nicht zwei, dreimal das Projekt wechselt. Und ansonsten gibt es Fragen, Anregungen, wollen wir uns noch zu irgendeinem Thema austauschen. Ansonsten würde ich nämlich mal das Monet zeigen. Ah, Entschuldigung. Ja, weil man es ja gewischt hat, stellt sich mir eine große Frage, was sind Netzteile? Also zum einen, Netzteile in niedriger Last sind ja nicht besonders effizient. Wie viel gewinnt man also wirklich? Oder welche Netzteile für niedrige Last gibt es überhaupt auf ATX? Ja, da gibt es nicht wirklich allzu viel. Da muss man wirklich so ein bisschen Vorfeld recherchieren. Ein paar wenige. Selbst die Platinum-Netzteile, die es so Platinum-zertifizierte Netzteile gibt, die sind nicht besonders effizient, muss man auch ganz klar sagen. Aber im Vergleich zu allen anderen oder so einen günstigen LC-Power-China-Kracher sind die dann doch ein bisschen mehr oder ist dort deutlich mehr Sparpotenzial. Aber da kommt man leider Gottes auch nicht um wirklich Recherchearbeit herum, leider Gottes. Aber in Relation zu den günstigen Netzteilen oder andere Netzteile, nicht zertifizierte Netzteile auf jeden Fall. Ja. Habe ich richtig mitgekriegt, dass du primär Web-Dinge auch selber hostest oder auch E-Mail? E-Mail nicht. E-Mail war, ja, ja. Weil ich hoste selber E-Mail, aber nicht zu Hause, sondern in einem gemieteten Server im Rechenzentrum und es ist inzwischen scheiße schwierig, die Provider davon zu überzeugen, dass man ein legitimer E-Mail-Sender ist. Ja. Es ist absolut nicht fein. Ja. Extra bei einem Sohn, die zwei Mädchen, aber das ist schon ein trotz SPF-Stiefchen. Ja. Ja. Da ist der Gewalthebel leider Gottes nicht auf unserer Seite. Das ich mache das auch beruflich bei uns in der Firma. Ich, ja. Das ist die größte Schwierigkeit, die ich dabei hatte, war meistens immer hier online. Alle anderen sind in der Regel so legitim und sagen, okay, du hast eine feste IP-Adresse, dein SPF passt, dein DKIM passt, deine E-Mail akzeptiere ich und wenn dann doch nochmal was ist, okay, einen D-Mark habe ich auch noch, dann gehen die halt darüber und sagen, also Google antwortet dann auch und sagt, hier, dein D-Mark, das akzeptiere ich. Da bist du ziemlich gut abgesichert, also schon mal gut grundversorgt, was dein Ding ist. Das Projekt, das ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Ja. Und das nutze ich auch. All das, was ich will. Ich will irgendwie, mein E-Mail will ich mit einem Protokoll haben. Man kann über ActiveSynchron so viel man will, schimpfen so viel man will, aber ich habe ein Protokoll, das mir Kontakte, E-Mails und den Kalender synchronisiert, nämlich drei verschiedene. Mhm. Ja, das ist super. Also ich benutze es auch. Nochmal ganz kurzer, wo wir doch gerade bei E-Mail-Rant sind, ich sehe es, geht gleich. Hast du schon mal E-Mails an Microsoft geschickt? Die sind auch sehr, sehr speziell, was die Annahme ja, das angeht. Problem bei Microsoft ist tatsächlich, dass die eben, wenn die zum Beispiel per Graylisting arbeiten, dann wird die Mail ja nicht zugestellt, sondern sie landet irgendwo und wird aber dann beim zweiten Zustellversuch an einen anderen Empfänger zugestellt, also einen anderen SMTP-Host zugestellt. Das ist das Problem an Microsoft 365, Ja, die leidlichen Probleme eines Postmasters ist super. Ja. Ich habe eine Hardware-Frage, und zwar stellt die sich im Prinzip für alle 86-Systeme, einerseits bei der Variante, die es so häufig gibt, ich kaufe mir irgendwelche ausgemusterte Hardware oder irgendwelche Thin-Clients und betreibe die zu Hause, oder aber im Prinzip auch dann nur zeitlich später, in deinem Fall, ich baue mir selber was. Ich möchte so einen Server ja einigermaßen lange auch nutzen und laufen lassen. Und je nach Vendor meines Boards kriege ich
Firmware-Updates für 3 bis 5 Jahre. Alle 1 bis 2 Jahre taucht irgendeine doch gravierende Sicherheitslücke in der Intel ME oder in der AMD PSP auf. Die kriege ich mit Microcode nicht gefixt. Kommt der ja gar nicht hin. Ja. Das ist damit eigentlich x86 Hardware für zu Hause. Also, ne? Wenn ich habe den Aluhut auf, aber im Prinzip kann ich es an der Stelle doch vergessen. Ja, weil mein Lebenszyklus meines Heimservers genauso lange trägt wie der wie die Updates. Ich werde es auch nicht los. Am Ende ich krieg's ja nicht los. Ja. Das ist dann wieder so das selber abwägen. Das ist aber schon sehr, sehr advanced. Der Hoster, bei dem ich mir meinen Server miete, das dann, der eben auch x86 Hardware auf Consumer-Ebene vermietet, macht der da BIOS-Updates? Wahrscheinlich eher auch nicht. Hast du denn einen Server-Hoster, der auf Consumer-Hardware hostet, außer Hetzner? Nein, also im Prinzip, da gibt es ganz viele. Die ganzen günstigen, die alle unter 10 Euro eine V-Maschine anbieten, die haben alle irgendwo in der Regel Consumer-Hardware da verbaut und da weiß auch keiner, wer da irgendwelche BIOS-Updates macht und ob da irgendwelche Meltdowns greifen oder was auch immer. Das ist die, wie du schon sagst, die persönliche Abwägungssache. Ich habe zumindest einen Teil noch in den Griff mit in der Hoffnung, dass da Microcode-Updates laufen, aber den ME und den PSP-Mist, den kriege ich auch mit den Microcode-Updates nicht. Der ist ja persistent da. Das ist ja das x86-Problem. Da ist dann wirklich... Was macht man? Nur RISC-V auf dem FPGA laufen. Das genau. War das die Meldung? Ja. Gut. Sonst noch jemand was? Anmerkung? Zeig mal was. Wir versuchen es mal mit Monet. Ist ein bisschen untypisch für mich, ich habe da schon mal was vorbereitet. Monet hat eine Web-Oberfläche, die einem wunderbar sagt, was los ist. Es ist hoffentlich groß genug, ansonsten mache ich noch mal ein bisschen Steuerung +++. Ja, bitte. Einfach mal Stopp sagen, das ist wie bei mir im Stream. Nur dass ihr schneller antworten könnt. Exakt, nur so plus minus. Das ist halt nur groß genug jetzt? Ja, super. Monet an sich ist eigentlich nur über Config-Files, aber inzwischen gibt es da eine, ich sag mal, schöne... Nur gucken, nicht anfassen, GUI, wenn man es dann so konfiguriert. Für mich als Host-Monitoring völlig ausreichend. Hier ist alles drin, was ich brauche. Mein Server mit den Loads und Verbräuchen. Die grundlegenden Prozesse, die ich auf jeden Fall brauche. SSH, Fail-to-Ban, Samba, Docker. Das muss laufen, damit ich selber schlafen kann oder beruhigt schlafen kann. Ich habe übrigens noch CrowdSec zusätzlich zu laufen. Fällt mir gerade ein. Musste ich mir mal mit reinnehmen. Gut, dass wir da mal drüber geredet haben. Hier an dem Punkt die Festplatten überwache ich. Das ist auch sehr gut dokumentiert auf den Seiten. Es gibt Skripte, die einerseits Festplattentemperaturen und Smart auslesen können. Und Monet kann auch so konfiguriert werden, dass sie auf... Ja, jetzt müssen wir doch nochmal das E-Mail-Thema aufmachen. Leider Gottes erstmal nur E-Mail-technisch mir das signalisieren können. Es ist aber besser als nichts, sage ich mal so. Wenn ich eine E-Mail von meinem Monitoring bekomme, dass dort etwas im Argen liegt, kann ich immer noch reagieren. Das ist super. Temperatur habe ich, glaube ich, schon erwähnt, damit mir nicht sprichwörtlich die Festplatte abraucht. Das ist sehr praktisch. Habe da eine Dachgeschosswohnung, da kann es im Sommer ein bisschen wärmer zugehen. Genau, und Dateisysteme. Mein RAID, mein, naja, Hut und meine SATA ist das System, wo meine Festplatten drauf, Festplatten, virtuelle Maschinen, das sind auch virtuelle Festplatten. Und noch ein bisschen was zu meiner Netzwerkkarte. Konfiguration, alles wirklich gut dokumentiert. Man kann auch auf einzelne Dienste gehen. Wir machen mal Docker. Dort kann man sogar, nee, habe ich so konfiguriert, man kann das Monitoren abschalten, man kann es auch so konfigurieren, dass man hier die Dienste neu starten kann, falls mal was klemmt. Bin ich aber wieder so schizophren, weil das auch nach außen offen ist, dass ich das nicht machen möchte, obwohl es mit 2-Faktor und alles gesichert ist. Da ist dann wieder der Wahnsinn irgendwie, der dann
in einem selber ist. Man möchte es absichern, aber was macht man dann mit Microcodes bzw. mit den x86-Problemen? Da ist das, ja? 5 Minuten. Ach, 5 Minuten, schön. Ich denke mal, wir sind eh gleich durch. Wem das interessiert? Ja? Kann man auch sehen, wie es gestern war? Oder sieht man nur den Moment? Nee, man sieht leider nur den Moment. Mhm. Wie es gestern war, es gibt noch eine Erweiterung zum Monit, die ist aber dann nicht mehr Open Source, sondern mit einer Subscription verbunden. Da kann man sogar Multi-Monit-Monitoring, so titulieren sie es, machen. Da sieht man so ein bisschen den Verlauf. Da ist dann eine Datenbank hinter. Hier ist wirklich nur relativ stur der Ist-Zustand. Solange dort aber eine Signalisierung erfolgt, reicht mir das. Ja, bitte. Kennt jemand NetData? NetData. Auch ein sehr ja. Schönes Monitoring. Direkt mit Grafana verbunden oder? Nee, eigene Oberfläche. Ah, auch nicht schlecht. Könnten wir uns vielleicht nachher nochmal unterhalten. Ja, so viel erstmal zu Monit. Wer es noch nicht kennt, ausprobieren, ist in den gängigsten Repos dabei. Wir gucken mal, ob ich zumindest einen Screenshot von Uptime Kuma zeigen kann, weil das ist wirklich ein absolut geniales Service-Monitoring-Tool. Irgendwo hatte ich das doch. Nein, 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 da. Hallo, Link öffnen. Ich probiere es mal. Ja, danke. Mach mal den Dab wieder aus. Mach mal den Dab wieder aus. Nee, der ist so. Das ist dunkel. Hier sieht man übrigens, oder bei Uptime Kuma, ich darf es noch nicht verwechseln, ist diesmal sogar ein bisschen Zeitstrahl dabei, wie man das sich einrichtet. Das Schöne ist, der kann nach Ports, nach Protokollen gehen und dann auch wirklich signalisieren. Empfehlung wert, guckt es euch mal an, es ist schnell aufgesetzt, es ist ein Docker-Container und die Einrichtung ist dann wirklich fast zu leicht, um wahr zu sein. Als kleiner Tool-Tipp, denke ich mal zum Abschluss. Noch jemand irgendwie irgendwas, was wir ansprechen möchten? Super. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Machen wir ein bisschen eher Feierabend. Sieht man es jetzt, wenn ich es groß mache? Natürlich. Ich renne durch. Wer vielleicht noch weitere Fragen hat, ich bin auf Twitch als Saint of Sinner zu finden. Immer Donnerstag mache ich so meine Technik-Tüfteleien, da gerne dazukommen. Da können wir den ganzen Abend verbringen, sage ich mal. Ich bin da ziemlich offen. Ich habe auch einen Technik-Blog, der zurzeit ein bisschen eingeschlafen, das gebe ich selber zu, aber vielleicht dort noch ein paar Tipps oder Anregungen braucht, gerne vorbeigucken. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und mache die Bühne frei für den Nächsten.